Willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Der Hexer 3 wilde Jagd. Ihr wisst, ich übersetze das ganz gerne. So, wir sind ein bisschen woanders, ein paar Meter weg vom Wegweiser. Ich laufe mal zurück und fange mal währenddessen an zu erklären. Es hat sich was geändert. Ich habe einen neuen Monitor. Einen sehr großen Monitor. Kein Fernseher, es ist ein sehr großer Gaming-Monitor. Hat zwei Konsequenzen. Konsequenz Nummer 1, ich habe ein riesiges Bild. Lasst mich nicht lügen, Moment. 43 Zoll, also es ist gigantisch. Da seht ihr aber nichts von letztlich. Ich habe jetzt hier The Witcher 3 in 4K auf einem mega geil großen Bild. Mit 120 Hertz, mega. Was sich für euch ändert, ist die Kameraposition. Also erschreckt euch jetzt nicht. Die ist weiter oben. Ich glaube, ihr seht's, ne? Ihr seid jetzt ein bisschen weiter oben, ihr guckt jetzt so von oben runter. Und ich gucke jetzt nach da, wenn ich auf den Monitor gucke, denn vorher war der da. Ich habe den Aufnahmemonitor, mein ehemaliger Monitor war der gleiche Monitor wie mein, also nochmal neu. Ich hatte vorher zwei 4K-Monitore, einen quer, einen hochkant. Die sind jetzt beide hochkant rechts und links neben meinem neuen Monitor. Und mein ehemaliger Hauptmonitor ist jetzt mein zweiter Monitor an meinem Gaming-PC. Vorher hatte ich quasi nur am Gaming-PC einen Monitor und an meinem Aufnahme-PC einen Monitor. Jetzt habe ich an meinem Gaming-PC zwei Monitore und am Aufnahme-PC einen Monitor. Damit ich nebenbei, wenn ich aufnehme, theoretisch noch was im Internet recherchieren kann oder sowas. Dafür ist das hauptsächlich gedacht. Wie gesagt, größter Unterschied für euch ist jetzt, ich gucke jetzt gerade auf den Aufnahmemonitor und die Webcam ist jetzt ein bisschen anders positioniert. Vom Keylight müsste alles noch funktionieren. Das sehen wir dann. Zweite, etwas traurige Nachricht. Ich bin nicht zu so vielen Aufnahmen gekommen, wie ich eigentlich wollte. Sprich, das hier ist die letzte Aufnahme. Für die nächsten 3 Wochen. Ne? Heißt im Klartext, wir spielen jetzt eine Runde The Witcher 3. Werden die Story weiterspielen. Ich gehe auch jetzt schon mal in Richtung des Buckelsumpfs, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Aber ich werde definitiv 3 Wochen lang nicht mehr zum Spielen kommen. Das finde ich sehr schade. Aber gestern ist alles später geworden und viel später geworden sogar. Und deshalb habe ich gestern dann gedacht, nee, komm, bevor die jetzt müde und kaputt eine Aufnahme machst, verschieb das lieber auf morgen. Aber ich habe euch versprochen, wir machen eine Aufnahme mit Hauptstory und die ist hier. Ja, also die kommt auf jeden Fall. Ich werde versuchen, dass für euch spätestens übermorgen, wie gewohnt, die nächste Aufnahme kommt. Aber versprechen kann ich es euch leider nicht. Das Ding sieht stark aus. Stufe 9, es geht. Voll im Boden geglitscht, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. Gut. Und vor allen Dingen, also, um es mal kurz zu sagen, ich glaube, ich bin jetzt vom Monitor voll beleuchtet, ne? Der Hauptgrund ist der, ich wollte den Monitor eigentlich schon länger haben. Ursprünglich wollte ich den haben für The Last of Us 2. Hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert. Ich habe den jetzt 2 Wochen später als ursprünglich gehofft von mir. Ist aber nicht schlimm, Hauptsache ich habe ihn. Es ist unglaublich immersiv. Ich glaube, immersiv ist das richtige Wort dafür, wenn man diesen riesigen Bildschirm vor sich stehen hat. Und vor allen Dingen wegen 4K ist es trotzdem gestochen scharf. Es ist, ich sag dir immer schon, The Witcher 3 ist geil, aber wenn man das jetzt so groß sieht, es ist atemberaubend. Es ist wirklich atemberaubend. Ich habe auch erst überlegt, mir einen Fernseher zu holen, aber da hat man ja mit dem Input-Lag, mit den Millisekundenverzögerung so ein paar Probleme. Deshalb habe ich mich letztlich dann für einen Monitor entschieden, aber die sind ja vor allen Dingen wegen 120 Hertz, weil ich ja auch zukunftsorientierten Monitor haben wollte, sehr, sehr kostenaufwendig. Und jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, den hier günstig zu bekommen und habe dann da eben zugegriffen. Gut, ansonsten gibt es glaube ich nichts Neues. Doch, was Geiles, Moment.
immer ein Traum von mir gewesen. Der hat eine Fernbedienung. Gibt's was Geileres als Monitore mit Fernbedienung? Also wie ein Fernseher letztlich. Ich spiele gerade mit den internen Lautsprechern des Monitors, die überraschend gut sind im Vergleich zu denen von meinen alten Monitoren. Die waren richtig schlecht, die integrierten. Und ich kann jetzt hiermit die Lautstärke ändern. Ich kann hiermit die Quelle ändern. Ich kann ins Menü gehen. Das ist Hammer. Ich wollte schon immer einen Monitor mit Fernbedienung, wie letztlich ein Fernseher, um eben auch zwischen Quellen zu switchen. Quellen switchen muss ich halt nur, wenn ich von DisplayPort PC-Aufnahme auf HDMI switche, wenn ich eine Konsole aufnehme. Aber egal. Wir spielen jetzt. So, wir sind in Buckelsumpf angekommen. Hierhin hat uns Keira Metz geführt, die gesagt hat, hey, was erzählst du da? Ich bin gar nicht die Hexe, die die Dorfbewohner meinen. Die meinen garantiert die Mumen vom Buckelsumpf. Geh mal Richtung Buckelsumpf. Dort wirst du sie finden. Und jetzt sind wir da. Hier haben wir erstmal Ertrunkene, Stufe 6. Das ist ja ganz nett eigentlich. Okay. I. Das sieht wie der Anfang des süßen Pfades aus. Finde die Mumien vom Buckelsumpf. Schön, dass da einfach Würmer drin waren. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die man schon vorher in einem Vorab-Gameplay gesehen hat, oder? Das sind halt wirklich Leckereien, ne? Die Kinder in die richtige Richtung locken sollen. Vor allen Dingen in der Kriegszeit, in der sich aktuell das ganze Gebiet befindet, sind ja sicherlich so einige Kinder dann gegangen. Wobei viele Eltern ja auch ihre Kinder weggeschickt haben wegen Hungersnot und gesagt haben, wir können unsere Familie nicht mehr ganz ernähren, wir trennen uns von zwei unserer vier Kinder, geht zum süßen Pfad. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene, mene, mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen.
Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ich glaube nicht, dass die Siri gesehen haben, oder? Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Könnt ihr euch vorstellen, wer die Frau ist? Sie ist eine wichtige Story-Person, die wir tatsächlich lange suchen für euch. Ja, wir haben natürlich zwischendurch immer wieder andere Aufgaben gemacht, aber wir suchen sie. Es ist eine Frau, die wir im Auftrag eines Mannes suchen. Ich rede nur mit den Kindern. Also, es ist nicht Siri, ne? Das wisst ihr ja. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Ah, ein Kämpfer! Okay, viel erfahren haben wir jetzt nicht, oder? Ein Waisendorf im Buckelsumpf. Eine Reise ans Ende der Welt. Sirenen. Ferne Verwandte der Harpien sind geflügelte Monster, die auf den Inseln Skelliges zu finden sind. Meist auf unbewohnten Eilanden oder an den unzugänglichsten Küsten der Bewohnten. Der Legende nach sind sie die Töchter des geheimnisvoll geflügelten Riesen Reswelk, der am Rande der Welt lebt und mit dem Schlangen seine Flügelstürme hervorruft. Reswelks Töchter suchen die Gesellschaft von Riesen und bauen ihre Nester in der Nähe ihrer Lager. Diese Kreaturen greifen Boote und Schiffe aus der Luft an, zerfetzen ihre Segel und machen sie so manövrierunfähig. Manchmal greifen sie sich sogar Männer und Tiere von Deck und lassen sie in den Tod stürzen. Auch Reisende an einsamen Stränden gehören zu ihren Opfern. Und direkt ein Absurd, was sie wahrscheinlich gegen die einsetzen können.
Okay, also wir haben hier ein Dorf, in dem scheinbar die Kinder, die dem süßen Pfad folgen, leben, aber auch gleichzeitig aus diesem Dorf verschwinden. Also scheinbar kommen hier tatsächlich die Kinder an, die auf den süßen Pfad geschickt werden und werden dann irgendwie von hier aus ermordet, getötet. Da ist die Großmutter. Die hausen hier natürlich relativ ärmlich, aber sie leben in Zeiten des Krieges, darf man nicht vergessen. Und das große, auffällige Haus hier, da kommen wir, glaube ich, nicht rein, ne? Abgeschlossen. Das ist vielleicht Fenster. Komplett unzugänglich. Okay, dann gehen wir mal rein. Herrin des Waldes, geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Wir wollen natürlich jetzt Hansi finden, der scheinbar was wissen könnte. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Wo der wohl herkommt. Wie bitte? Was? Hier gibt's nichts für dich. Bleib von den Kindern weg. Oje. Okay. Finde einen Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Okay, wer ist Hansi und warum verbirgt diese komische, leicht verwirrte Frau so viele Geheimnisse vor uns? Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Aber scheinbar könnte Hansi uns helfen, Siri zu finden. Also können wir da eigentlich nicht drauf verzichten. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. Eins, zwei, drei. Wie motiviert. 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Wie motiviert Geralt gezählt hat. 4 Stück. Auf dem Dach, really? Hab dich. Komm raus. Er ist übers Dach geklettert. What the fuck? Hab ich dich.
Hasst mich. Es war aber sehr schlecht. Ist ja auch gemein gegen den Hexer, oder? Da bist du. Du kannst rauskommen. Lieber nicht verraten, dann sind die nachher noch böse. Es fehlt noch einer. Ich kann nicht aus Fenster rausgehen, das ist schade, oder? Hinter dem Haus. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen! Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Also ist es auch eine Art, Hansi zu schützen, sowohl von ihm als auch von der Großmutter Oma, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt. Nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Okay. Suche mit Hilfe deiner Hexersinne im Sumpf nach Hansi. Danke, Travik. Du warst wirklich eine große Hilfe. Ich weiß auch gar nicht, ob man die ganzen Kinder von den Namen her zuordnen kann. Ob welche davon wirklich die sind, die auf den süßen Pfad geschickt wurden. Weiß ich gar nicht. Aber wo ist jetzt die... Oh, hier hinten. Was ist los? Wer hat dir Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Nicht
Nicht weinen, Jagna. Jagna ist ein doofes Schwein. Beleidigungen sind nicht erlaubt. Sie sagt, wenn ich einschlafe, fressen Ratten meine Augen. Das darfst du nicht sagen. Entschuldige dich. Arsch! Ich stehe hier, bis du dich entschuldigst. Bei ihr und bei mir. Ich hab Zeit. Entschuldige, die Ratten fressen deine Augen nicht. Und ich weiß, dass wir nicht fluchen dürfen. So ist's brav. Entschuldigungen bedeuten was Süßes für den hungrigen Bauch. Wie bitte? Was? Hier gibt's nichts für dich. Bleib von den Kindern weg. Aber was hat das Ganze mit dem süßen Pfad auf sich und warum verschwinden von hier Kinder, wenn sie sich doch scheinbar sogar um die Kinder sorgt? Mal schnell speichern. Ich muss ja auch noch ein Wasserwald bei sein, ne? Oh, hat die da ein Skelett auf dem Rücken? Wenn Ansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Okay. Fetzig, fetzig. So, wir suchen noch nach Ansi, dann machen wir aber auch schon eine Pause. Denn wie gesagt, ich muss heute auch noch ein bisschen fahren und es ist alles ein bisschen stressig. Wie gesagt, ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen früher aufnehmen können. Kleiner Fußabdruck. Ansi ist hier lang gekommen. Aber daraus wurde leider nichts. So, die scheinen hier in diese Richtung zu gehen. Hui. Schön. Aber wir nehmen zu viel Schaden insgesamt. Das dürfen wir uns auf dem Schwierigkeitsgrad eigentlich nicht erlauben. Das knarrt alles so unangenehm, ne? Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Lasst euch von seinem Aussehen nicht täuschen. In The Witcher gibt es nicht nur böse Sachen, ne? Es gibt auch liebe Sachen, die fremdartig aussehen. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier, ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert.
Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist so doof, ne? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Die Frage war ja sowas so blöd, ne? Gut, ich würde sagen, wir machen hier... Ich nicht speichern? Doch. Wir machen hier jetzt Pause. Es ist eine sehr doofe Stelle, es ist auch nur eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, ich wollte das Video unbedingt machen. Für euch geht's hier weiter und ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter aufnehmen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich hoffe, es ist für euch nicht schlimm. Ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal nicht mega dämlich. Aber ich muss leider gleich los. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Die Herrinnen des Waldes ist eine der besten Aufgaben im ganzen Spiel und die werden wir auf jeden Fall weitermachen. Also seid gespannt und ich freue mich drauf, wenn wir Hansi folgen und versuchen, seine Stimme zu finden. Denkt man natürlich direkt an Tim Thaler mit seinem Lachen, aber Hansi hat tatsächlich seine Stimme verloren. Was genau er meint, erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Witcher 3 und bis dann. Ciao.